Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Mimi Karaman von der Firma Zega. Ja. Herr Sichert, Sie haben ja in der Vergangenheit bereits Ihre Stromanbieter gewechselt. Und damals haben wir versprochen, dass wir uns sofort bei Ihnen melden, wenn wir Ihre Energiekosten senken können. Ja, und das ist jetzt der Fall. Ich höre Sie. Ja, und das ist jetzt der Fall, dass diese Kosten sich senken lassen. Ja. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Super. Was bezahlen Sie jetzt momentan aktuell für Strom monatlich, Herr Sichert? Da, das sind, ich denke, in etwa 50 Euro. Also 100 D-Mark. Okay. Super. Sind Sie jetzt momentan zu Hause? Ja, ich bin momentan zu Hause, das ist richtig. Ich streichle gerade meine Katze. Können Sie das Glöckchen hören? Ja, genau. Und Herr Sichert, haben Sie zu Hause, glaube ich, die Unterlage auch mal, ja? Wir haben so eine Unterlage, da stehen die Fressnäpfe von den Katzen drauf, das ist richtig. Das haben wir uns angeeignet. Nee, habe ich das nicht gemeint, Herr Sichert. Die Stromunterlage haben Sie doch mal zu Hause, ja? Die Jahresendabrechnung. Das liegt mit Sicherheit irgendwo bei meinen Dokumenten. Das Jahresende ist jetzt ja im Mai schon wieder etwas her. Super. Dann legen Sie mich ruhig bei die Seite. Vielleicht können Sie die Jahresendabrechnung mal holen und so können wir das mal gemeinsam besser prüfen. Ja, ich sagte doch bereits, dass wir 50 Euro für den Strom bezahlen. Brauchen Sie noch andere Informationen? Okay. Haben Sie Gas auch? Nein, wir sind ausschließlich auf den Strom. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen Nur mit Gas Strom. Gemacht. Und da hat man mir schwere Vorwürfe gemacht, die mir bis heute nachlasten. Ja, ich verstehe Ihnen. Ja. Herr Sichert, Ihre Postleitzahl bitte? Ja, das ist die 25997. Super. Ja, jährlicher Verbrauch ist 1380 Kilowatt. Postleitzahl ist 25. Okay, eine Sekunde bitte. Sofort. Mein System läuft. Bei welcher Anbieter sind Sie zurzeit bei Strom? Wo bin ich bitte? Bei welcher Stromanbieter sind Sie zurzeit? Das sind die Stadtwerke auf dieser schönen Insel hier. Aha, die örtlichen Stadtwerke, ja? Richtig. Haben Sie auch eine Katze? Es ist so schön, diese Tiere um sich zu haben. Ja, ich liebe Katzen, ich liebe Hunde auch. Also ich bin auch eine Tierfan. Das genau ist wie Sie, Herr wunderbar. Katze. Das ist auch ein. Ich habe auch einen Schäferhund. Ihr Name ist Blondie. Sie ist ein wunderbares Tier. Oh, ich habe zwei Hunde. Puck. Also die eine heißt Sarah und die andere heißt Pupi. Wahrscheinlich, weil die immer ihr Geschäft verrichtet, wo sie das nicht soll. Ja. Oh, da haben Sie ja große Freude mit Ihren Tieren. Ich finde, das Tier steht doch im Mittelpunkt unseres Universums. Wo wären wir denn ohne Katzen, wenn Sie einmal überlegen, welche bahnbrechende Erfindungen auf Katzen zurückzuführen sind? Sind wir diesen Tieren so viel schuldig? Stimmen Sie mir dazu? Ja, sehr ich verstehe denn. Schauen Sie mal bitte, in Ihrem Ort, wo Sie wohnen jetzt mit dem Postleitzahl 25997, Herr Sichert, ich habe für Sie die günstigste Anbieter zurzeit, ist die Stadtwerke Pforzheim. Mit dem Tarif für Strom ist grün 36. Also bei dem Anbieter, mit dem Anbieter, wir können senken Ihre monatliche Pauschale von 50 Euro, was Sie jetzt bezahlen, auf 39. Das heißt, in einem Jahr nur von Strom sparen Sie 132 Euro. Und wie heißt das? Strom ist grün 36? Genau. Und was bedeutet, das ist die Tarife. Was bedeutet diese 36? Was ist der Hintergrund dieser Benennung? Ja. Genau, der Hintergrund ist, da haben Sie 36-monatige Preisgarantie bei dem Stadtwerke Pforzheim. Was bedeutet das? Das Wort sagt mir nichts. Preisgarantie. Also 3 Jahre, also 36 Monate. Die Konditionen, wo habe ich Sie jetzt mal gerade gegeben? 39 Euro. 39. Da wären keine Cent mehr. Genau, keine einzige Cent mehr. Falls wenn die 1 Cent mehr kommt drauf, dann haben Sie eine Sonderkündigungsrecht, heißt das. Ja, aber dann ist das doch keine Garantie, wenn es trotzdem teurer werden kann. Das ist so wie der Vertrag mit den Russen. Man kann es nicht richtig machen.
Nee, 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 da haben Sie schon eine 36-monatige Preisgarantie, wie habe ich gesagt. Also 39 Euro monatlich bezahlen Sie bei dem Stadtwerke Pforzheim bei dem Verbrauch von 1380 Kilowatt. Das Beste für Sie ist, Herr Sichert, jetzt müssen Sie nichts machen. Sie bekommen das erstmal als schriftlich zugeschickt mit 14 Tage Vergleichszeit. Das ist jetzt Kundenservice für. Prüfen Sie bitte das mit Ihrer Familie, selbstverständlich haben Sie. Wie gesagt, noch 14 Tage haben Sie Zeit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Die Leitung war gerade etwas sehr schlecht. Können Sie bitte das nochmal wiederholen? Ich habe Sie nicht zur Gänze verstanden. Gerne. Ja, ich werde meinen, bevor Sie sprechen, werde ich meinen Volksempfänger etwas lauter stellen, dann ist der Empfang besser. So. Danke schön. Ich bin dann soweit. Sie dürfen sprechen. Sie haben meine Zeit. Danke. Danke. Also, Sie müssen jetzt nicht machen. Sie bekommen das erstmal alles schriftlich zugeschickt mit 14 Tage Vergleichszeit. Das ist jetzt Kundenservice pur. Sie prüfen das bitte mit Ihrer Familie. Haben Sie noch 14 Tage Zeit, das alles zu vergleichen mit Ihrer derzeitigen Unterlage? Und wenn alles so stimmt, wie von mir erklärt ist, Herr Sichert, dann entscheiden Sie sich dafür oder dagegen. Okay? Und ganz wichtig ist, die Konditionen bleiben dieselbe wie aktuell. Das heißt, für Sie gibt es keine Vorauszahlung, keine Kaution oder Umstellkosten, Herr Sichert. Ja, das habe ich verstanden. Und jetzt ist meine Frage dazu. Super. Sind Sie von Ihrem Obergruppenführer dazu angehalten, immer diesen Text vorzulesen oder dürfen Sie auch frei sprechen bei Ihrer Arbeit? Das würde mich einmal sehr interessieren. Kann ich auch frei sprechen. Warum wiederholen Sie dann Wort für Wort immer den gleichen Text? Nee, das, was habe ich jetzt mal gerade gesagt, das ist klar eine Vorlesung. Ja, das ist jetzt gesetzlich. Ach, also das gesetzlich, ist gesetzlich. Da haben Sie 14 Tage. Ja, also die Gesetz muss ich Sie mal doch mal vorlesen, das ist sehr wichtig. Für Sie gibt es keine Vorauszahlungen, keine Kaution oder Umstellkosten. Sie müssen jetzt nicht machen, weil Sie haben 14 Tage Vergleichszeit. Das ist jetzt Kundenservice pur. Also Herr Sichert. Jetzt haben Sie das schon wieder vorgelesen. Ja, das ist doch für Sie. Aber warum? Warum nicht? Du weißt noch, du kannst doch, wenn du einem Kunde immer den Text vorlässt, der denkt doch, du bist blöde. Du musst doch mit Menschen sprechen. Ja, ich spreche auch frei. Das ist kein Problem, aber ich muss sie gesetzlich auch einen bestimmten Text mal vorlesen. Und können, das ist halt so. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Aber können Sie das dann nochmal mit eigenen Worten sagen, bitte? Weil ich mag so Vorlesungen nicht. Ich mag so keine Vorlesung haben. Das ist nicht gut für meinen Kopf. Aha. Alles klar. Ja, okay, dann versuche ich jetzt mal. Ja, bitte. Lieber Herr Sichert. Ja. Sie erhalten jetzt die ganze Unterlage einmal per E-Mail und einmal per Post. Wenn haben Sie das mal erst per Post erhalten, dann fängt die 14 Tage Vergleichszeit für Sie. Was heißt Vergleichszeit? Warte mal, was heißt Vergleichszeit, Liat? Also 14 Tage Fernabgesetzregelung Zeit. Was heißt das? Was bedeutet? Ich bin kein Anwalt. Das heißt, Sie haben 14 Tage Zeit, sich noch dafür oder dagegen zu entscheiden. Falls wenn Sie sich dagegen entscheiden, bitte nur eine E-Mail zurückschicken, dass Sie kein Interesse haben und dann die Sache hat sich erledigt. Ja. Aber falls wenn möchten Sie doch mal haben, die günstigen Konditionen, brauchen Sie gar nichts weitermachen. Ja. Lassen Sie alles zu Hause stehen, das wird alles automatisch gemacht. Unter also, Sie ein bitte aus. Dann wird mein Abwasch automatisch gemacht? Oder wird da jemand dann kommen? Ja. Oh. Das übernehmen wir das Ganze für Sie. Das Abwasch werde also Sie machen? Ja, wir machen das Ganze für Sie. Oh Gott. Gesagt. Für Sie gibt es keine Aber ist das dann ein Fachkraft? Ist das ein Fachkraft, wo das machen? Weil ich zum Beispiel ein Hausmädchen habe, die hat das alles kaputt machen. nee, das ist keine Hausmädchen. Jetzt reden wir über den Strom ein bisschen. Sehr gut. Und wie wollen wir da weiter verfahren? Ja. So, dann. Für Sie gibt es keine Vorauszahlung, keine Umstellkosten, keine Kaution, eine Preisgarantie und Vertragslaufzeit von 36 Monaten, Herr Sichert. Okay? Gibt es auch die Möglichkeit, das für 12 Jahre zu machen? Nee, leider. Nein, leider. Bei dem Stadtwerke Pforzheim ist das bei 36 Monaten. Bevor Ihre Tarife fertig zu sein, da werden Sie nochmal kontaktieren.
und da werden sie bekommen eine neue Preisgarantie und günstige Konditionen. Verstehen Sie mich, ne? Ja, ich habe Sie verstanden, aber was ist, wenn ich das billiger bekommen kann? Von wem? Von einem anderen Stromanbieter? Ja, von Indische Mafia oder von RWE, ich weiß ja nicht, wer das noch so gibt. Also schauen Sie mal bitte, was ich sehe gerade in meinem System, also die günstigste Anbieter in Ihrer Ort mit dem Postleitzahl ist die Stadtwerke Pforzheim. Und wie viel Anbieter kann man bei Ihr System angucken? Wie viele sind das? Zurzeit sehe ich nur eine. Ja, aber wie viel also, haben Sie? Wie viele Menschen zur Auswahl bei Firma? Wir arbeiten mit dem allem Strom- und Gasanbieter in Deutschland, Herr Suhart. Ah, oh, mit allen! Wir sind die bundesweite Energie. Ist das von Bundesministerium? Bundesweite Energie, also ja, von, genau. Ja, von Frau Merkel? Nein, das hat nichts zu tun mit Frau Merkel, nein. Aber von Ministerium für Energieüberwachung? Ja, wir arbeiten mit dem alle Strom- und Gasanbieter in Deutschland. Oh. Und wir sind für Sie da, für unsere Kunde. Für unsere wir Kunden, schauen ja. regelmäßig, dass Sie in eine gute Spartarife reinzustehen. Und meine oder unsere Aufgabe ist, also müssen Sie nicht viel mehr bezahlen, als Sie müssen. Das ist halt alles, was wir machen. Okay, und, und wie kommen Sie zu meiner Telefonnummer? Weil, habe ich gesagt, von vorne, also mit Ihrer Postleitzahl, wo Sie wohnen, ja. haben wir ein grünes Licht bekommen. Und deshalb jetzt melden wir uns und schauen wir nochmal gemeinsam nach, also, was wir da Gutes für Sie tun können. Also Sie werden dann bei Telefonbuch reingucken und einen Anruf machen bei Leuten? Nein, wir haben kein Telefonbuch. Das ist alles automatisch in unser System rein, Herr Sichert. Sie haben schon eine wie heißt dieses automatisierte System? Ich möchte auch gerne damit arbeiten, um die Menschen von meiner Idee zu überzeugen. Ihr seid aber wirklich sehr, 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 also wie heißt das System? Ja, also das System, das würde ich sehr gerne wissen. Genau. Also das System weiß ich auch nicht genau, aber das ist das System von dem Bundesweiter Energie Düsseldorf. Das werde ich gleich mal bei Google eingeben, vielleicht kann ich mir das schon runterladen. Alles klar. Ja, gerne. Firma Tegast, Herr Sichert. Wie schreibt man das? So. Können Sie das bitte buchstabieren? Aha. Eine Sekunde bitte. So, dann kommt zuerst die Theodor, dann kommt die Heinrich. Heinrich! Kennen Sie meinen guten Freund Heinrich? Heinrich, dann kommt die Emil. Der ist dann mir nicht bekannt. Ja, Gustav. Gustav, haben Sie auch einen Hermann? Anton. Anton? Ja. Dann kommt nochmal die Samuel. Samuel, dieser und Name. Dann, ja, ja genau. Name. Und dann kommt die Theodor. Der Theodor, das noch ist, einmal. Genau. So, dann und, jetzt erzähle ich Sie mal weiter. Ja, Herr mach Sichert. Mal. Ich brauche mal nur Ihre Stromzelle nochmal, die ganze Unterlage fertig zu machen, für Sie zuzuschicken. Mit dem 14-Tage-Vergleichszeit. Ja, genau. Da. Genau. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe das hier rausgesucht, ja? Okay? Super. Und das super. Ist Nummer 211? 0211? Da. Ja. 204? Ja. 69235. Mhm. Ich wiederhole für Sie, Herr Sicher. Ja, kannst 0, du machen. 021. Ja? 0211. Ja, okay. 204. Ja, richtig. Eine Sekunde bitte. Ja, ist in Ordnung. Was passiert? 204. Dann kommen Sie. Ja, 69. Ja, 69. 235. 235. Nee, hier stimmt was nicht, weil das ist unsere Telefonnummer mit einer verkehrten Zelle jetzt hier noch dabei. Was ist das bitte? Nee. Das ist unsere Telefonnummer, wo sehen Sie gerade, also halt nicht genau so, weil unsere Telefonnummer ist 0211-204. Dann kommt die 96, nix 69 und dann 235.
Ja, das habe ich doch gesagt. Das habe ich doch so gesagt. Du wolltest doch die Telefonnummer haben für Rückruf. Ah, nein, Herr Sichert. Entschuldigung Sie bitte. Ihre Stromzellennummer. Die Stromzellennummer? Stromzellennummer. Ja, das ist kein Problem. Das ist 532. Ja. 694. Ja. 02. Ja. 1120. Null nochmal. Und also, ein Null ich wiederhole für Sie. Ja, bitte. Okay. Okay. Also, ich wiederhole für Sie. Ja, ist in Ordnung. Ich warte. 532 ja. 694. Ja, richtig. 021120. Ja, das ist auch richtig. Super. Alles klar. Super. So, jetzt mein System läuft weiter. So, sind Sie selber die Einschlussinhaber, richtig? Was heißt das? Einschlussinhaber, auf wem läuft der Stromvertrag? Der Vertrag ist natürlich meins. Das Vertrag läuft immer über den Obersten im Hause. Auf Sie, ja? Das ist richtig. Ich hatte zwar mal einen Energieminister, aber der ist untragbar gewesen und dann habe ich das Amt selber übernommen. Super, super. Wie heißen Sie mit Vorname, Herr Sichert? Ralf. Rolf. Ralf. Mit A wie Adolf. Ah, Ralf. Mit A wie genau, Adolf. Genau. Okay. Herr Ralf Sichert. Ja, mit Z. Nein, Sieghart wie der Sieg und Hart wie Hart. Aha. Sieghart. Sieghart. Mit einem, okay. Mit einem R. Sehen Sie bitte. Sieghart. Ja, ja. Ja, mit S. Sieghart. Das ist ich richtig. Ja, mit DT am Ende? Mit DT. Und so vielen Ts, wie Sie finden können. Genau. Darf ich die Ihrer Geburtsdatum haben, bitte? Der 20. April. 20.04.1900? 66. Super. So, jetzt kommen wir bei der E-Mail-Adresse. In ja. Das ist Big Dick, ja. Big Dick Dimitri. Big Dimitri? Big wie Englisch für groß und dann Dick, D-I-C-K. Ja. Und dann Dimitri. Wieso Dimitri? Dimitri, weil mein Wieso Name... Wieso Dimitri? Weil ich bin Dimitri. Du redest jetzt mit Dimitri. Und warum sagen Sie Ralf? Ralf ist der andere, der hier sitzt. Ich bin Dimitri. Wolltest du meine E-Mail-Adresse haben, kann ich dir schöne Bilder von mir schicken. Ich bin hübscher junger Mann. Nee, danke. Oh, danke. Aber weiter aufschreiben. BigDickDimitri@gmail.com. BigDickDimitri@gmail.com. Weil ich kann auch Russisch. Da, sehr gut. Das Problem ist, ich bin hier bei Arbeit. Ich muss Deutsch reden. Ja. Okay. Kennst, musst du bestimmt auch machen. @gmail.com. @gmail.com. Ja, warte, super. Magst du E-Mail-Adressen? BigDickDimitri. Da. @gmail.com. Sehr gut. Magst du meine E-Mail-Adresse? Okay. Magst du? Hab ich jetzt. Ja, warte mal, dann musst du das andere E-Mail-Adresse musst du auch noch haben. Nee, eine reicht. Warte, ich geb dir meinen Kumpel. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo, das E-Mail-Adresse ist Rakesh. Also, jetzt eine E-Mail-Adresse uns reicht normalerweise. Ja, aber das hat ja jeder eine eigene Adresse. Also, jetzt, ich muss, also, wer ist die Anschlussinhaber? Der Herr Sichert? Der Ralf, ja. Okay, dann die E-Mail-Adresse von Ralf Sichert würde mir... erreichen. Das ist schon also, okay. Willst du nicht auch mein E-Mail-Adresse haben? Nee. Eine reicht. Aber, warum? So. Aber weil der Ralf, der kann jetzt gerade nicht. Der liegt vor Lachen bei Boden. Warum lacht er? Ja, weil der hat doch das, dir das, wolltest du das Zellennummer haben? Der hat es doch dein Telefonnummer gegeben. Also, weil, die zweite Zelle. Ja, und weil der hat dir doch dann eine andere Nummer gegeben, ne? Ja, stimmt. Ja, da musst du mal gucken, das ist eure Telefonnummer rückwärts. Du hast das gar nicht gemerkt, blöd.
Also ihr seid aber wirklich lustig. Natürlich sind wir das. Lustig. Wir haben so, fette jetzt, Party. Komm, jetzt reden wir mal. Dabei, dabei. Was machen wir? Soll ich mal das weitermachen und die Unterlage schicken oder beenden wir die Gespräch? Der Gespräch? Wie lange lebst du schon bei Deutschland, Babuschka? Ich bin in Deutschland über 15 Jahre. 15 Jahre und da hast du nicht geschafft, anständige Arbeit zu suchen? Musst du Telefonbetrug machen? Ist schade, ich werde Putin sagen, der kommt nicht. Wir machen keine. Oh, Putin, meine Liebling, das ist doch meine Liebling. Putin kommt dich holen. Oh, das freut mich. Der freut das dich? Das freut mich. Oh, das wird richtig. Das ist eine schöne Arbeit, weil wir helfen die Leute. Dass ich helfe die Leute. Guck mal, du hast das Gespräch mit einer Lüge angefangen. Du hast gesagt, wir haben vor 2 Jahren mit euch Vertrag gewechselt. Das ist Lüge, das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Ich habe sowas nicht gesagt. Natürlich, ich habe doch gesagt, Aufnahme. In der Vergangenheit. Ja, in Vergangenheit. Haben wir nicht gemacht, wir haben immer selber gemacht. Wir haben nie bei Firma angerufen. Aha. Weißt du, wir haben doch Schulen in Russland. Da brauche ich doch keine andere, der das für mich macht. Und der kleine Inder, der kann das auch sehr gut. Hallo? Hallo? Ja, da bin ich. Ja, ich wollte nur sagen, das tut mir leid, wie der Dimitri mit Sie reden. Das ist nicht in Ordnung. Kein Problem, das ist doch normal. Soll ich Sie... Alles klar, dann ich bedanke mich. Hallo, soll ich dir Ralf wiedergeben? Nee, es ist schon okay. Ja, okay, hier ist schon nett gemeint. Hier ist die Karte. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass meine Kameraden Sie so schlecht behandelt haben. Ich hatte gerade einen schrecklichen Lachanfall und konnte nicht ans Telefon kommen. Nein, das ist schon okay, Ich bedanke mich, ihr seid wirklich denn? Sehr, sehr lustig. Das hat mir auch mal Spaß gemacht. Das ist schön. Ich möchte Sie zum Abschluss noch fragen, ob Sie jemanden grüßen möchten. Ja. Wen Sie möchten? Und die ganze nette Leute da in der Umgebung, okay? Alle, die zuhören, möchten Sie grüßen. Ja. Das ist außerordentlich freundlich von Ihnen. Alles klar. Möchten ich Sie sonst noch etwas sagen? Möchten Sie ein Lied singen? Nein. Nein, vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja. Und tschüss. Auf viel Wiederhören. Gesundheit wünsche ich euch. Wir sind immer gesund. Tschüss. Auf Wiederhören.